Christina Sterz. Hallo und herzlich willkommen. Ein kreatives Flüchtlingsprojekt hier in Berlin begeistert zurzeit die Designszene, aber nicht nur die. Mehr dazu jetzt bei uns und dies hier haben wir heute außerdem für Sie. Gerade wurde der 1.000.000. Asylbewerber in diesem Jahr in Deutschland registriert. Sie alle träumen von einem besseren, einem sicheren Leben hier bei uns. Das Start-up-Unternehmen Kukula möchte Flüchtlingen eine Perspektive bieten. In der westafrikanischen Hausa-Sprache bedeutet Kukula so viel wie etwas verbinden, etwas gemeinsam machen. Hier in Berlin bauen die Flüchtlinge Designermöbel aus Holz. Das Projekt wurde gerade für einen deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Wir stellen es Ihnen vor. Unseren Euromax Express beginnen wir heute mit einem Konzert mit einer ganz besonderen Bedeutung. Die US-amerikanische Fantasy-Serie Game of Thrones gilt als eine der erfolgreichsten Fernsehserien weltweit. Die 6. Staffel erscheint im April und die Fans warten sehnsüchtig drauf. Der neue Trailer wird in den sozialen Netzwerken jetzt schon überall geteilt. Einer der Drehorte der Serie ist Dubrovnik und deshalb kommen jetzt immer mehr Game of Thrones Fans dorthin, um sich die Originalschauplätze ihrer Lieblingsserie anzuschauen. Mit ihrer festlichen Beleuchtung und den Weihnachtsmärkten überall sind viele Städte in Europa jetzt noch sehenswerter als sonst. Einige der schönsten Weihnachtsmetropolen und ihre typischen Traditionen stellen wir Ihnen in unserer Serie in dieser Woche vor. Heute sind wir im Norden Europas in Stockholm. Dort wird es jetzt im Dezember bereits sehr früh dunkel und dann gehen überall die Lichter an. Wie schön. Eines der meistbesuchten Kunstmuseen in Frankreich, das Unterlindenmuseum in Colmar im Elsass, wird am Wochenende wieder eröffnet. 35 Millionen Euro haben die Um- und Neubauarbeiten rund um das alte Dominikanerkloster gekostet. Jetzt sind sie fast abgeschlossen und wir durften kurz vor der Neueröffnung schon mal gucken. Bei spanischer Küche denken viele doch eher an sommerliches Essen, wie die berühmten Tapas zum Beispiel, und eher weniger an kräftige winterliche Eintöpfe, oder? Der sogenannte Cocido Madrileño ist eine typische Spezialität aus Madrid. Wir haben ein Traditionsrestaurant in der spanischen Hauptstadt besucht, in dem der Eintopf seit 1870 nach einem alten Familienrezept zubereitet wird. Ja, und wie immer gilt, wenn Sie es gerne nachkochen möchten, Sie finden das Rezept auf unserer Internetseite unter dw.com/euromax. Das war's für heute. Tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen.